Und außerdem ist um 13.30 Uhr das tägliche Plenum. Mehrere Monate nach der Räumung der A49 Protestcamps im Dannenröder Forst treffen sich dort wieder hunderte Klimaaktivisten. In einem 10-tägigen Camp geht es um Workshops, Widerstand und die Gemeinschaft. Themen wie Grundeinkommen oder nachhaltiger Konsum werden diskutiert. Die Initiative Wald statt Asphalt erwartet täglich rund 300 Menschen.